Hier sprechen wieder Mio. Hallöchen. Und Ustra zu einer weiteren Folge Harvest Moon Back to Nature. Und hallo, ne Daugi natürlich. Ich wollte schon seit 180 Millionen Folgen fragen, auf jeden Fall seit den letzten. Wie gefällt euch eigentlich unser, ich nenne das Banner, was immer unten links zu sehen ist? Gefällt euch das? Mir gefällt das ganz gut. Ne? Weil man das selber nie sieht, wenn man aufnimmt. Ist das immer irgendwie in Vergessenheit geraten. Bei mir zumindest. Und ich wollte es unbedingt mal fragen. Was hatten wir jetzt letztes Mal bestellt im Fernsehshop? Nudelholz. Nudelholz. Ja. Das weiß ich zufälligerweise noch. Normalerweise bin ich immer sehr unvorbereitet in diese Folgen. In diesen Folgen. Ich hätte überlegt, was wir bestellt hatten, deswegen. Es ist nichts gekommen. Erstmal den Honig abmeistern. Und heute kommt die Folge ein bisschen später, aber naja. Ja, das ist ja egal. Ich würde was erhalten. Also normalerweise ist das ja ein zeitloses Projekt. Das stimmt. Wo man sowas nicht erwähnt, deswegen. Also ich versuch's immer nicht das zu erwähnen. Ist so dick. Ja, ne? Ja. Aber guck mal, auch die kleine Wilma, die hat jetzt einen dickeren Hintern. Guck dir das an. Meinst du? Ja. Die ist ein Stück gewachsen. Diese geile super Small-Packung, das ist so geil, ey. Möchtest du nochmal geil sagen? Ich möchte nochmal geil sagen. Habe ich zu oft geil gesagt, oder? Ja. Man kann nicht zu oft geil sagen in der heutigen Zeit. Das ist ja fast schon so wie Frühstück auf Seite. Na dann. Finde ich auch geil übrigens. Hallo Gerdel, du scheinst heute ja gute Laune zu haben. Komischerweise sagt diese Kuh jetzt irgendwas anderes. Normalerweise sagen die ja sowas wie das hier. Du siehst aber heute glücklich aus. Ja, ich finde es ganz nett, dass bei der was anderes steht. Ja, ich vielleicht auch. Weil die schwanger war. Vielleicht. Aber ich meine, man hat ja auch. Ich finde es auch gut launig, wenn man. Es gibt Futter! Richtig, 4 Stück brauchen wir, aber. Ja. So, dann hoffe ich mal, dauert das nicht allzu lange, dass die kleine Kuh dann mal groß wird. Als nächstes machen wir natürlich das Schaf fertig. Dafür müssen wir aber dann dafür nochmal Geld ausgeben, um dann den Schafsamen zu holen. Ja. Aber es sollte ist ja halt auch so. Kein Problem sein. Den da, der, wie heißt der, Bali? Oder wie heißt der alte Mann? Bali, ja. Ja. Hm? Da kriegen wir das doch. Ja, klar. Ja. Den hat er im Kühlschrank verwahrt, damit das auch... Den hat er immer im Kühlschrank. Damit das auch hält. Klar. So, wir werden jetzt ein paar Folgen noch machen, dann wollen wir das Haus nochmal erweitern. Ja. Und ein paar Folgen Holz hacken. Genau. Den Korb nehme so ich schon mal mit. So viel ist das ja gar nicht mehr. Nee. Wir hätten ja schon 400 oder so, ne? Ja, ja. Wir müssten jetzt sogar noch mehr haben. Aber jetzt habe ich die Dinger noch gar nicht weggetan, ne? Nö. Ja. Natürlich nicht. Wenn ich sie dann in der Tasche habe, dann halte ich es meistens auch in der Tasche. Das ist eins der Gründe, warum ich meistens, ja, auch ihr seid Hühner, warum ich meistens nichts in der Tasche packe, weil habe ich oft das Problem, dass ich es einfach dann rauswerfe. Ja, aber wenn du hinten hinläufst und hier es einzeln packst, ist auch irgendwie immer... Ja gut, hier drin vergeht ja keine Zeit. Ich habe ja normalerweise keinen Druck. Aber wir können es auch mal so machen. Ich wünschte, ich könnte es so auf einmal entleeren. Ja, ne? Das wäre mir ganz lieb. Als nächstes kommt auch so welche Maschinerien wie halt die Mayo-Maschine oder so. Ja, du kannst... Die war aber noch ein bisschen teuer. Ja. Die war ein bisschen teurer. So habe ich das auch in Erinnerung. Ich stehe auf der Kiste sogar heute drauf. 30.000 hat die gekostet, ne? Hm. Ja. So viel haben wir gerade mal. Das ist aber auch das einzig Teure hier bei dem Harvest Moon, ne? Die Maschine. Maschine. Ja. Was gibt's hier noch so für Maschinen? Ja, es müsste noch eine Käsemaschine geben, meine ich. Okay. Ich bin mir aber nicht sicher. Aber ich glaube, man, also die Mayo-Maschine ist, glaube ich, die Maschine, wo man dann die Eier benutzt. Aber die Käsemaschine ist dann bei den. Und die, also es gibt eine Maschine noch für die Kühe, meine ich. Ich bin mir aber nicht mehr ganz so sicher. Weil es hat hier natürlich nur limitierte Möglichkeiten, sag ich jetzt mal. So, 10 Hühner, 10 Futter. Eben nochmal reingucken. 40 Futter haben wir noch. Ja, süße 400 haben wir. Holz. Das sieht doch ganz gut aus soweit. Ja, Rafi ist voll bis oben hin sogar mit Herzen. Kalmi und Wack ja eigentlich auch. Da fehlt ja nur noch eins. Ist gut. Aber die brauchen wir jetzt momentan nicht beschäftigen. Außer die wollen unbedingt sich um die Hühner kümmern oder so. Ja, genau. Das sind aber so Sachen, denke ich mal. Lassen die lieber bewässern. Ja, sowas wie bewässern und abernten, das sind natürlich so Sachen, wo die wirklich helfen können. Alles andere ist... Beim Stall geht die Zeit nicht um. Das richtig, genau. Das kostet auch keine Energie. Das kostet auch keine Energie, da mal eben Sachen von A nach B zu schieben.
Von den Werkzeugen eigentlich so, was findest du so, oh, stopp. Was ist so dein Lieblingswerkzeug für die Werkzeuge? Also was man am liebsten benutzen kann? Nicht am meisten, sondern was ist dein Lieblingswerkzeug? So? Mit was arbeitest du am liebsten bei Harvest Moon? Egal bei welchem Teil jetzt. Am liebsten? Mhm. Oh, muss ich echt überlegen. Ich glaube... Mit der Axt. Mit der Axt? Echt? Warum? Weil ich... Nee, eigentlich mehr mit dem Hammer. Ich gehe gerne in die Mine bei meinem Harvest Moon. Mhm. So, da gibt's ja auch Edelsteine und so, die du richtig verarbeiten lassen kannst. Ja. Und den Hammer benutze ich am meisten und das ist auch so mein Lieblingsding. Immer schön draufkloppen. Okay. Ich mag, wie gesagt, das ist bei allen Spielen auch gleich. Also überall, wo ich angeln kann, bin ich leidenschaftlich beim Angeln auf jeden Fall. Hier nicht so, aber es liegt auch ein bisschen in der Angelmechanik. Aber normalerweise ist die Angel mein absolutes Lieblings- Echt? In-Game-Werkzeug, ja. Nee, ich hab's damit nicht so. Das sieht man zum Beispiel, wo ich mich mega drüber gefreut habe, dass es zum Beispiel auch bei Lineage dann irgendwann mal Angeln gab. Bei WoW habe ich immer viel geangelt, bei Rift angel ich extrem gerne. Bei Arcage habe ich es noch nicht ausprobieren können, Fuchs. Ich wollte gerade sagen, da können wohl eher. Und da ist das Angeln bestimmt auch cool. Sogar bei Suikuden habe ich gerne geangelt. Was eigentlich eher so ein Minispiel war. Ich finde das, mir ist es zu langweilig. Also wenn es schnell geht, okay, aber sonst ist mir das zu langweilig. Ja, gut, das ist halt je nachdem, wie es verpackt ist. Wenn man zum Beispiel jetzt hier guckt, ist natürlich... Sogar bei Digimon habe ich gerne geangelt, jetzt wo ich mich nochmal dran erinnere. Sogar da habe ich das extrem gerne gemacht. Wer es noch kennt, das gute Digimon World, nicht das 2013, was sowas wie der inoffizielle zweite Teil ist, mit den Tamern, finde ich aber auch cool. Weil es da so viele Digimon gab. Beim ersten fand ich das halt cool, dass es so Tamagotchi-mäßig war. Das fand ich echt gut gemacht. Heißt also, die hatten Hunger, die hatten, die mussten aufs Klo. Okay. Die konntest du dann trainieren, da konnten die sich entwickeln und gleichzeitig hattest du diese Mechanik halt, da ist dieses riesige Dorf, oder da ist dieses Dorf halt, auf dieser Insel und alle Digimon erinnern sich nicht mehr, dass die in diesem Dorf gelebt haben. Ich hatte nie einen Tamagotchi, muss ich ehrlich sagen. Nee? Nö. Ich schon. Den musste sogar meine Mom mit auf die Arbeit nehmen, damit er am Leben bleibt. Echt? Hm. Hast du den nicht mit in die Schule genommen, oder was? Naja, durfte ich nicht mit in die Schule nehmen, aber dann, meine Mama hatte dann mit, immer mitgehabt. Auf der Arbeit. Auf der Arbeit. Damit super, dann, das ist viel besser, als mit in die Schule zu nehmen. Ja. Nee, ich weiß, damit bei ich uns, mich konzentrieren kann. Damals alle mit so einem Tamagotchi in der Schule rumliefen. Und die ganze Zeit piepte das im Unterricht, weißt du? Ja. Außer bei mir. Also keinen hat das. Ja. Das macht den guten Schüler aus. Der gute Schüler hat keinen Tamagotchi gehabt früher. Ich wollte auch immer so ein Ding haben. Ist auch cool. Muss ich schon sagen. Die waren damals aber voll teuer. Nee. Also bei uns waren die richtig teuer. 30 Euro oder so. Gibt's ja sogar heute noch. Ja, jetzt kosten sie ja nur noch 10. Ja. Siehst du. Für 30 hat meine Mama damals gesagt, krieg ich den nicht. So ein kleiner 30 Ding. 30 hat das, glaube ich, nicht gekostet. Doch, bei uns schon. Echt? Ja. Weiß ich nicht. Außerdem gab's da voll die coolen Farben von. Ich bin ja so... Warum gab's keine Farben? Das war schwarz-weiß, der Bild. Das war nur schwarz-weiß Pixel. Die Hülle. Ach so, die Hülle, ja. Aber es gibt da also ganz neue, moderne, auch für den Computer und so. Aber es ist alles dann irgendwie nicht mehr dasselbe. Jetzt gibt's für Smartphone Poo, oder wie der heißt. Das ist ja kein Tamagotchi in dem Sinne. Ja, komm, der braucht Essen, der muss aufs Klo, du musst halt wegmachen und so. Das kann man irgendwie... Das ist so, wie wenn du sagst, weiß nicht... Das und das und das und das ist dasselbe, aber trotzdem hast du lieber das, was es zuerst gab, wenn du es kanntest. Ich weiß nicht, wie es mit dem Tamagotchi ist. Ja, nein, aber zum Beispiel weiß ich nicht, wobei es ist. Zum Beispiel auch, wenn du sagst, ja, ich trinke am liebsten den Eistee, sag ich jetzt mal. Da gibt es ja 150 verschiedene Eistee-Hersteller. Und du trinkst immer den Eistee am liebsten, den du schon als erstes sozusagen getrunken hast. Ja. Ist einfach so. Weil das halt diese Erinnerung dann halt weckt. Wie viel haben wir jetzt eigentlich schon im Korb? Keine Ahnung. Scheißegal. Nicht viel, glaube ich. Weiß ich nicht. Na, ich glaube, das ist noch nicht so viel. 30 ist hier relativ viel, finde ich. Aber der ist schon erschöpft. Ja, der ist immer erschöpft. Reicht jetzt aber auch, denke ich. Wie viel ist denn drin? Wir können mal gucken. So, drin ist 16 nur. Siehst du?
Na. Das reicht nicht. Ein bisschen können wir noch. Und wenn ihr übrigens nicht nur Tamagotchi-Fans seid und auch hier von Harvest Moon, dann könnt ihr euch schon mal die Pilotfolge von Grandia 2 angucken. Ich muss das jetzt leider an dieser Stelle sagen. Da habt ihr dann die Möglichkeit, das Projekt ein bisschen anzukurbeln, weil ich fand, dass Grandia 1 so ein bisschen, ich will nicht sagen schlecht lief, aber irgendwie so... Nicht so wie erhofft. Genau. Und wie gedacht. Und wenn ihr Grandia 2, wenn ihr mal reinschnuppern wollt, das steht jetzt zur Verfügung. Und wenn das soweit okay ist, dann läuft das auch anderen nach Grandia. Ich wollte nur mal jetzt schon mal die erste Folge zeigen, auch weil es extrem schwierig ist, das komplett Englische direkt zu übersetzen, ob euch das so gefällt oder ob man das irgendwie anders lösen muss. Auch mal nur am Rande. Mal so ein bisschen informative Sachen. Mal so ein bisschen informative Sachen hier im Hintergrund. Die Sache ist. Ich hatte schon seit, keine Ahnung, wie lange vor, jetzt einen Vlog zu machen. Ich komme nicht dazu, weil ich irgendwie 1000 Sachen wieder im Kopf habe. Und 1000 Termine sind immer da. Ja, und dann im Moment sagt man, okay, ich mach's morgen. Nein, das klappt doch nicht. Das, dann das und das. Aber das kommt jetzt irgendwann, weil es ein paar andere Sachen noch geben wird, die ich ansprechen möchte. Häng am Schild fest. Keine Sorge. So, jetzt weiter zu Harvest Moon hier. Das ist noch ganz schön früh bei Harvest Moon. Ja. Angeln lohnt sich nicht mehr. Ich glaube im Winter. Das Einzige, was sich nochmal lohnen wird, ist halt in der Mine oder so zu angeln. Um nochmal diesen Fisch da rauszuziehen. Ich weiß aber nicht, was passiert, wenn man den in den Teich legt. Ob das irgendwie... Plötzlich hast du 10.000 Fische. Kann ja sein, wer weiß das schon. Der ist verschlossen. Ich weiß nicht, wir haben ja auch erst noch bestellt gehabt. Ja, 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 ja. Wir können, glaube ich, noch Wein kaufen. Die hatten, glaube ich, nämlich samstags zu oder sowas. Also sie haben ja so einen krummen Tag zu. Ja, ja. So, hallo. Na hallo, das ist doch der Ustra. Kaufst du einen? Brauchst du etwas von uns? Jawohl, ich brauche Wein. Vino. Komm mal bald wieder. Mach ich. Siehst du, wir haben gerade 30.000. Das ist so ein bisschen... Ja, ist nicht unbedingt viel, ich weiß. Deswegen müssen wir ein bisschen auf das Kleingold aufpassen. Auch, weil wir überlegen müssen, dass wir wieder... Dass wir höchstwahrscheinlich Heu kaufen müssen. Also Tierfutter für Hühner und... nee, stopp. Für Kühe und Schafe. Und das ist auch relativ teuer, deswegen müssen wir da gucken, dass wir da... Ja, wenn man nicht die ganze Zeit Gras anbauen kann, ne, ist das schon doof. Normalerweise reicht ja so ein Grasfeld. So, wo war Karen nochmal? Das weiß ich gar nicht mehr. In der Bar abends? Ja, abends eventuell. Hallo, Ellie. Oder die steht da immer rum, hinter der Klinik. Vielleicht höre ich nach der Hochzeit in der Klinik auf. Ich glaube nicht, dass ich eine Ehe und einen Job gleichzeitig bewältigen kann. Ja, das ist so, dass ich finde, das macht sie so ein bisschen unsympathisch. Das hast du schon mal gesagt. Da stand sie letztes Mal, aber da ist sie nicht. Nee. Oder in der Kirche. Karin in der Kirche, das glaube ich eigentlich weniger. Das Pupuri aber immer. Das Pupuri, ja, aber den wollen wir ja kein Bein schenken. Joa, Ellie ist jetzt wieder vorne. Nö, das wollen wir hier niemanden verheimlichen. Nee, das wissen wir ja auch schon. Aber... Warum? Heute ist gar keiner da. Nora ist da. Nicht mal Anne ist da. Was? Ach, die ist doch oben am Hügel. Hey, was glaubst du, tust du da? Bleib einfach am Tisch. Oh, chill mal, your horse ist einfach zur Hölle. Ja, du gehörst nicht hinten in die Privat. Ah, die macht die Räume sauber, jo. Hallo, Nora. Gute kleine Nora, du bist immer hier im Gasthof, was? Ja, das ist sie. Das ist sie. Hallo, Ann. Putzt du? Ja. Ich putze für mein Leben, denn man wird zwar schmutzig, aber das Bad hinterher ist herrlich. So ist das. Wo hingelegen? Die geht auch nur baden, wenn sie geputzt hat. Ich bin so froh, dass wir jetzt mehr Kunden haben. Ich habe nie jemand anders gesehen in diesem Gasthaus, aber... Nee, ich auch nicht. Gut, dass sich die Probleme hier langsam in Luft auflösen. Mein Magen knurrt, weil wir gerade im Gasthaus sind. Dann wollen wir mal eben schauen. Ich gehe mal eben hier unten lang und dann nochmal zur Kirche. Vielleicht sind die ja wirklich da über Mittag. Man weiß das ja nie so genau, wo sie sich gerade so aufhalten. Sogar die Damen sind sonntags nicht um die Mittagszeit auf dem Platz. Dabei hält man doch gerade sonntags so ein Pläuschen. Oder die machen ihren Braten für die Männer. Das kann auch sein. Den guten Sonntagsbraten. Ja, in so Dörfern wird es wahrscheinlich immer noch so sein, dass es da nur einmal in der Woche Fleisch gibt. Was ist die Kirche? Wenn ich Kater frage, will er, dass ich die Frage selber beantworte. Diese Kirche ist gebaut worden, als ich noch ein Kind war. Ich habe immer meinen Bruder gebeten, mit mir hierher zu gehen. Aber dein Bruder ist doof. Hallo, Pater Kater.
Ah, guten Tag. Die Kirche hat einen Keller. Dort schlafe ich. Bist du ein Vampir? War eigentlich nur ein Scherz. Das sagt man bitte im gleichen Satz und nicht... Ich glaube nicht, dass das ein Scherz ist. Hahaha, nur ein Scherz. Der schläft hier hinten im Weichstuhl. Super. Gucken, was am Strand los ist. Ich gehe an den Strand mit meiner Badehose in der Hand. Moment mal. Irgendwas läuft hier falsch. Wir haben sogar die Dings weggeräumt, die Schirme, die Sonnenschirme. Im Winter braucht man keine Sonnenschirme. Ist richtig. So, die Shack ist zu. Die Fischerkarte, weil die nur im Sommer auf ist. Und hier kann man, glaube ich, auch nicht rein. Bei der Tür steht etwas in kleiner Schrift. Zacks Haus, nur mit Erlaubnis betreten. Also gar nicht. Ob man sich bei dem einschleimen kann, bei dem Zack? Zick, Zack. Zicke, Zacke, Zick, Zack, Zick, Zacke, Zoll. Man weiß nie, was man machen soll, Tasso. Aber ich wollte gleich nochmal in die heiße Quelle gehen, weil er jetzt wieder gearbeitet hat. Und ich nicht will, dass er wieder... Hallo, Popo. Sie geht nach Hause. Auf unserer Geflügelfarm kümmert Mama sich um den Laden und mein Bruder um die Hühner. Und da sind die Frauen. Da sind doch die Frauen, okay. Ein bisschen später halt. Ach, sie hängt jetzt hier am Platz rum. Ja. So, da ist der Bübü. Vielleicht hängt jetzt Karen wieder oben an den Dingen oben. Hallo, Ustra. Gehst du einkaufen? Wir waren schon shoppen, danke. Ja, wir waren schon. Ja, Wein shoppen. Wein haben wir geshoppt. Dann sind die wahrscheinlich auch jetzt im Gasthof. Den guten Wein. Den guten? Ja. Den herrlichen guten Wein. Nee, steht da immer noch nicht. Nö. In den Laden kann ich auch nicht. Die muss irgendwo rumspringen. Sei nicht so, Karen. Sei nicht so zu uns. Wir hatten ja die Liste gekriegt, wo sie ist. Oh, die beiden, Mary. Hi. Hallo. Ich mein Mai. Oh, hallo, Ustra. Oh. Herr Kater kann prima Kuchen backen, weißt du? Schade, dass sie auch nichts anderes sagen. Ja. Oh, hallo. Ich mag die Snacks, die Onkel Kater backt. Die sind sehr gut. Großpapas Snacks sind auch gut. Sie schmecken viel besser als die in der Stadt. Das ist so lieb von ihr, dass sie das sagt. Huch, die wollten, glaube ich, auch gerade in die Kirche. Karen, bist du in der Kirche gegangen? Nein. Nein, Karen geht nicht in die Kirche. Nee, die ist sich da ein bisschen zu fein für. Jetzt gibt es nämlich Kuchen für die beiden. Wann sonntags da wirklich was abgeht in der Kirche. Das ist ja wohl nicht morgens, oder? Keine Ahnung, die beiden? Ach, jetzt guck mal, jetzt sind die drin. Oh, hallo? Die sagen nichts anderes, oder? Nee. Nee, schade. Hä, komisch. Das finde ich ja komisch. Ja. Wir wissen das alles. Mai, danke schön. Und auch er sagt wahrscheinlich nichts Neues. Nein. Er ist so ein richtig komischer Typ, finde ich. Der Priester. Der ist irgendwie so richtig zwiespältig. Ich würde meinem Kind nicht anvertrauen. Ich auch nicht. Ich weiß vor allem nicht, was er genau... Gut, ja klar, eine Kirche braucht natürlich so ein kleines Dorf. Ohne Frage. Ja, ja. Kleines Dorf glaubt auch eher so an das Kirchliche. Das bleibt verschlossen alles. Die denken eher an das Kirchliche, bitte was? Hallo Ellen, du alte Ziege. Im Winter koche ich so gerne Ragout. Mit unserem neuen Glashaus haben wir jetzt das ganze Jahr über Gemüse. Mhm. Sie sitzt im Glashaus und wirft mit Steinen. Die wirft mit nichts mehr. Die alte Frau kriegt mir nicht mehr den Stein aufgehoben. Ah, komm, wir gehen mal hin. Nein, doch, das ist dein Lieblingspart. Wir waren gerade in der Nähe. Ah. Hallo. Alter. Nein, ich lasse es lieber. Los. Nein. Dieses Dorf sieht aus wie aus einem Märchen. Soll ich die betrunken machen? Was meinst du? Mach's betrunken, komm. Nein, das hat Geld gekostet, das verschwende ich nicht für so eine. Du bist mir nicht genug. Eben. Ich weiß gar nicht, wer da wohnt. Verschlossen. Da ist aber jemand verschlossen. Guck mal, da waren Fußabdrücke von dir. Ja, ich weiß. Das ist passiert im Winter. Ich kenne das. Nur zu gut. Hi, Cliff. Hi. Die Arbeit in der Obstplantage gefällt mir. Dank dir, Ustra. Nicht dank dir. Danke dir. Tolles Wetter heute, was? Deine Tiere sind sicher auch froh darüber. Ja, natürlich. Die tanzen im Schnee und machen Schneeengel. Ich habe noch nie eine Kuh einen Schneeengel machen sehen. Aber ich finde es interessant. Das ist eine gute Theorie, ne? Dinge, die ich immer mal sehen möchte. Eine Kuh, die einen Schneeengel macht.
Oh, ich möchte einen Huhn sehen, was ein Schneeengel macht. Das geht wahrscheinlich sogar noch. Huch, ach, das ist ein riesiger Felsen. Ich dachte, wer steht auf meinem Grundstück rum? Runter von meinem Rasen! So ist das nämlich. Oh, gar keiner da. Niemand da. Kein Affe, kein Tier, kein niemand. Auch in die heiße Quelle. Obwohl, das will ich auch nicht machen. Doch, es ist trotzdem, für den Kopf ist es ja trotzdem kalt, oder? Ja. Ja. Auch dein Oberkörper friert ja trotzdem. Guck, der ist ja gar nicht ganz bedeckt mit dem Wasser. Das stimmt. Aber ich kann trotzdem... Ich könnte da nicht so entspannen. Doch, ich kann entspannen, siehst du ja. Das bist nicht du. Ich bin ein entspannter Typ, einfach. Das ist Jack the Ripper. Was? Der beste Freund vom Polizisten. Ja, genau. Und dieser Baumstamm wurde mit Schnee bedeckt. Ja, genau. Ist okay, jetzt kommen wir wieder auf die Baumstamm zurück. Alles klar, okay. Die Baumstamm-Story. Jawollo. Das, was uns noch gefehlt hat, um diesen LP einzigartig zu machen. Ich kann dir nur eins sagen. Ja? Niemand ist je auf diesem Baumstamm gestorben. Aber ich wollte daraus voll die Horror-Story am Anfang machen und keiner hat mir das abgekauft. Wir machen keinen Harvest Moon Creepypasta. Creepypasta? Ja, kennst du das nicht? Nein. Kennst du den Ausdruck nicht? Nein. Dafür sage ich einfach mal gar nichts. Ich google es gleich. Nur mach doch. Okay. Wie kann man heutzutage gar nicht wissen, was Creepypasta ist? Rick! Scheiße, Rick verfolgt mich. Du weißt ja, warum er eine Brille hat. Der hat um so besser sehen zu können? Ja, genau. Und genau das macht mich nervös. Aha! Warum? Ich weiß nicht. Nein, Gott verfolgt dich. Das ist Zack, aber egal. Zack, meine ich doch. Also läuft der Transport eurer Erzeugnisse gut. Weiter so, eurer, meiner Erzeugnisse. Unserer. Hey, ich arbeite gerade. Er weiß ganz genau, was... Hey, ich arbeite gerade. Was willst du dagegen tun? Hey, ich arbeite gerade. Was willst du dagegen tun? Hör auf! Er weiß ganz genau, dass wir zu zweit hier vorsitzen. Weiß er nicht. Doch. Ich habe ihn programmiert. Ja, genau. Du hast vor deiner Geburt hast du noch Helms Mondbuch eben programmiert. Aus dem Mutterleib heraus. Das wäre mal was Neues. Und noch mehr Stuff für eine Creepypasta-Geschichte. What the fuck? Ah, Karen. Bring keine alkoholischen Getränke mit in ein Restaurant. Oh, danke. Das gefällt mir sehr gut. Die ist schon fertig damit. Hallo. Hallo, gönnst du dir ein Schlückchen? Gönn dir mehr als nur ein Schlückchen. Es wäre prima, wenn ich meine Sorgen einfach wegtrinken könnte. Ich mag übrigens auch Karen. Die ist ganz okay geworden, jetzt wo wir uns mit der mehr beschäftigt haben. Na, bist du schon fertig mit der Arbeit? Penner. Was gibt es Schöneres als ein Gläschen nach einem langen, aber harten Arbeitstag, während ich den ganzen Tag nur in den Kamin gestarrt habe? Oh mein Gott, das ist so gut. Du redest auch nur Schwachsinn mit ihm. Dieses Dorf und ich haben eine lange gemeinsame Geschichte. Nein. Ich fotografiere jetzt hier in dieser Gegend. Schon seit 20 Jahren. Ich will zeigen, wie Menschen und Tiere zusammenleben. Der Bürgermeister unterstützt meine Arbeit wie sein Vater, der alte Bürgermeister vor ihm. And again, and again, and again. Hallo, alter Mann. Trink nicht zu viel. Leute, die überhaupt nichts trinken, sind so langweilig. Ach, ist mir auch egal. Ja, das sind ja auch alles nur alle Alkoholiker in diesem Dorf, ne? Guten Abend, verehrte Gäste. Willkommen im Gasthaus von Mineral Town. Heute Abend sinkt für Sie das Niveau. Wie geil. Ab ins Bett. Es ist schon so spät, der kleine Ostra muss ins Bett. Ja. Lauf schnell nach Hause. Lauf schnell nach Hause, kleiner Ostra, lauf. Er braucht noch den Populisten mit meiner, an seiner Seite. Mit meiner Schokoladentafel Schutz. Von Willy Wonka. Lauf nach Hause, kleiner Ostra. Und öffne sie erst, wenn du zu Hause bist. Bei Daugi. Bei der Daugi. Der Daugi frisst nur die goldene Eintrittskarte. Nein. Wie kann er nur? Ich weiß nicht, wie wir auf dieses Thema jetzt gekommen sind. Aber du hast das gesagt. Weil ich auch so ein armer kleiner Junge bin. Ach so. Ne? In deiner Blockhütte. Echt? Wo ich ganz alleine ein Feld bewirtschaften muss. Im Winter nicht. Hallo, der Doggy. Doggy, hast du doch Flöhe? Doggy hat Flöhe. Das heißt, wir müssen ihn baden. Wische, wasche, wische, wasche, wische. Oh Mann. Ich weiß auch nicht, warum der Hund eine Schleife trägt. Ich meine, hallo, voll unmännlich. Weil. Bobby ist halt, ne? Bobby ist vom anderen Ufer. Mehr von Harvest Moon seht ihr natürlich. Nächstes Mal. Macht ja Sinn. Ja.
Wolltest du noch was sagen, Mio? Liked! Was denn? Bis zum nächsten Mal. Ciao.